Yo, Leute, was geht ab? Wir sind hier wieder mit Brian TV unterwegs. Wir sind gerade auf dem Weg zum Busbahnhof von Hamburg. Da vorne sieht man ihn. Yeah. Ja, eigentlich gar nicht so aufregend. Aber wir haben heute Dienstag. Noch 4 Tage. Dann sind wir auf dem Weg nach Berlin. Und wir werden auf jeden Fall auch eine Nacht dort bleiben in Berlin. Wir haben uns ein Hotel gemietet, wo auch WLAN ist. Was mich persönlich sehr glücklich macht, weil das sehr gut ist. Ich hoffe, die Internetverbindung ist gut, dass man da wenigstens ein paar Videos so hochladen kann. Weil sonst ist es ein bisschen scheiße, wenn das nicht geht. Und auf jeden Fall, toi toi toi. Die Reise startet hier in Hamburg am Samstag. Um 9 Uhr morgens treffen wir uns hier und um 10 Uhr beginnt die Reise dann. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Und dann irgendwo da steht dann auch wahrscheinlich unser Bus. Hoffen wir zumindest. Sonst müssen wir zu Fuß gehen. Oder den Zug. Aber das ist alles zu teuer. Ja. Und guck mal, Leute, passen mal auf. Morgens 9 Uhr, wir stehen hier. Wir so übel voll Hunger. Meckes, Leute, Meckes klärt. Fakt, Frühstück ist gesichert. Und ich weiß nicht, ob man es in diesem Video sieht. Auf jeden Fall, ich habe eine neue Frisur. Und zwar, ich habe mir hier wieder meinen Übergang gemacht. Weil am Anfang hatte ich ja immer so hier keinen Übergang. Da hatte ich auf Kante. Aber das sah immer, fand ich so eierkopfmäßig aus. Deswegen habe ich mir wieder einen Übergang gemacht. Na gut, die Haare sind oben noch ein bisschen zu kurz, weil ich habe gesagt, machen Sie bitte oben nur die Spitzen. Er so, machen wir. Und dann zapzarab hatte ich eine Halbglatze. Naja, auf jeden Fall, jetzt lasse ich meine Haare wieder oben ein bisschen länger machen. Und an der Seite werde ich wieder einen Übergang halt jetzt lassen. Ich persönlich, es finde, sieht besser aus. Was sagst du dazu? Klar, immer gut. Aber immer was zu meckern mit deiner Frisur. Ja, bin auch sehr penibel. Auf jeden Fall ist schon cool. Ja, können wir machen. Wir gehen jetzt hier eine Runde um diesen Zopf. Auf jeden Fall haben wir uns vorhin so im Café gesetzt und haben eine schöne Planung gemacht, wie wir am Samstag fortfahren werden. Und zwar sind wir auf den Entschluss gekommen, erstmal treffen wir uns hier um 9 und dann gehen wir frühstücken, steigen in den Bus ein und dann fahren wir nach Berlin. Und wenn wir dann da angekommen sind, werden wir erstmal ins Hotel gehen, uns einchecken lassen, werden schnell rüber zu einem Markendiscount flitzen und uns dort unser Frühstück für den nächsten Tag sichern, damit wir hier nicht irgendwie verhungern oder so, ne? Und auf jeden Fall in Berlin, da wird so überaus mäßig geshoppt, ne? Ich werde mir so viele neue Klamotten kaufen, das ist nicht mehr normal. Ich werde richtig reinhauen. Ja, in Hamburg ist gerade so richtiges Shitwetter. Deswegen stehen wir auch beim Zopf. Über uns ist ein Dach und wir stehen in der Kerbe, wo eigentlich ein Bus stehen soll. Aber da wir beide so breit sind für die Welt, können wir hier auch, haben wir uns so gedacht, so hat man sich erlaubt und so. Meine Bustasche steht da. Ja, auf jeden Fall, das ist ganz gut. Und auf jeden Fall, was auch richtig cool wäre, wenn jemand von euch irgendwie nach Berlin kommen möchte. Es haben schon gewisse Personen mir geschrieben, so, dass sie auf jeden Fall kommen werden und dass wir dann eine Runde chillen wollen. Und Fotosession machen. Und Fotosession, dies, das. Mich persönlich freut es sehr. Ich freue mich auch richtig darauf, mal so Fans in Kontakt treten zu können. So ein bisschen quatschen und so. Also ist schon ganz cool. Dieses Mal ist es Berlin, ne? Was wird nächstes Mal sein? Wenn ihr Vorschläge habt, was noch sehenswürdig ist in Deutschland oder sonst wo, jetzt kommt mir nicht mit New York oder Los Angeles, das wissen wir selber. Das Deutschland! Ist, ja, also dann doch schon mehr Deutschland, wo man in der Stadt hinreisen könnte und dort mal die Sau rauslassen kann. Zum Beispiel Köln. Frankfurt, ja. Düsseldorf. Ja, genau, Offenbach. Ja. Und auf jeden Fall ist diese Folge jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, favorisiert euch überlassen und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.